Ja, vielleicht sollte ich mal Beispiele von Reihen zeigen, insbesondere um auch den Unterschied zwischen absolut konvergenter Reihe und einer nicht absolut konvergenten Reihe aufzuzeigen. Nicht? Okay, also mal den Unterschied sieht man halt, wenn die Folgenglieder, die ich aufsummiere, wenn die Vorzeichen haben. Manchmal spielen die Vorzeichen halt eine Rolle, damit ich Konvergenz habe, und manchmal tun sie das nicht. Ja? Bei absolut konvergenten tun sie das nicht, und gucken wir uns erstmal so ein Beispiel an. Und dann nehme ich als Beispiel unsere wohlbekannte geometrische Reihe, nicht? Also eine oder die Reihe, wo wir wirklich wissen, was rauskommt. Also die geometrische Reihe. Aber jetzt nehme ich sie wirklich mit Vorzeichen. Das heißt, ich nehme sie jetzt für minus ein halb. Nicht? Also ich nehme die Summe von minus ein halb. Ich nenne die Potenzen davon und ich summiere das halt von n nach unendlich. Und das ist also hingeschrieben, das ist 1 minus ein halb plus ein Viertel minus ein Achtel plus ein Sechzehntel und so weiter. Ne? Minus, plus, immer alternierend. Gut, okay, das ist eine Reihe. Da wissen wir natürlich, dass die konvergiert. Aber die ist sogar absolut konvergent, weil der Grund für das Konvergieren liegt nicht daran, dass ich hier Vorzeichen habe und sich da irgendwas weghebt, sondern der liegt einfach daran, dass diese Terme hier absolut halt wirklich immer so klein werden, dass selbst wenn ich die Beträge aufsummiere, was Konvergentes rauskommt. Also die ist absolut konvergent. Weil halt, wenn ich die Vorzeichen weglasse und einfach nur die Beträge aufsummiere, konvergiert es auch. Also da schon die Reihe der Beträge. Also wenn ich dann n von 0 bis unendlich und dann nehme ich halt den Betrag, oder schreibe ich es hin, also minus ein halb, hoch n, und davon nehme ich den Betrag. Na, und das ist jetzt natürlich einfach die geometrische Reihe, nicht für minus ein halb, sondern für plus ein halb. Also es ist gleich wieder oben, nur die Vorzeichen sind jetzt halt alle plus. Plus ein Achtel, plus ein Sechzehntel und so weiter. Die konvergiert, und natürlich nach unserer Formel für die geometrische Reihe, das ist also die für ein halb. Der Grenzwert ist also 1 durch 1 minus 1 halb, also 1 durch 1 halb, also gleich 2. Ja. Okay, das Ding konvergiert. Gut, in dem Fall wissen wir natürlich auch, dass die alternierende Reihe da oben konvergiert, weil wir da ja die gleiche Formel haben, nicht? Aber was ich hier sagen will, ist quasi, ja, wenn ich einen Grund haben will, warum das hier konvergiert, dann konvergiert das, weil diese Reihe hier konvergiert. Nicht? Okay, diese Reihe konvergiert gegen 2. Nach unserer Formel für die geometrische Reihe wissen wir natürlich auch, wogegen das konvergiert. Das konvergiert nämlich gegen 1 durch 1 minus diese Größe hier, also 1 durch 1 plus ein halb. Das ist also 1 durch 3 halbe oder 2 Drittel. Na? Und damit sehen wir natürlich auch, diese Reihe konvergiert, weil diese Reihe konvergiert, aber natürlich der Wert der Reihe, von der Reihe, die mich interessiert, ist natürlich ein anderer als der Wert hier. Ne? Ich meine, also diese Reihe hier gibt mir den Grund dafür, dass die Reihe konvergiert, aber sie gibt mir nicht den Wert der Reihe. Ne? Das ist wichtig, nicht? Also ich meine, ich habe viele Möglichkeiten zu entscheiden, ob Reihen konvergieren oder nicht. Den Wert der Reihe aber auszurechnen, ist normalerweise viel schwieriger. Okay. In dem Fall ist es natürlich einfach, weil ich für beide Reihen wirklich die gleiche Formel habe. Gut, okay, das ist jetzt sozusagen das, naja, kanonische und somit auch eher langweilige Beispiel für eine absolut konvergente Reihe. Also hier ist alles sehr schön, und interessanter wird es halt, wenn wir uns wirklich mal eine Reihe angucken, die nicht absolut konvergent ist. Und da nehme ich auch wieder eine alternierende Reihe, und zwar die sogenannte harmonische Reihe. Harmonische Reihe heißt, dass ich 1 durch n aufaddiere. Okay, also das hier ist das interessante Beispiel. Das zeigt, was bei nicht absolut konvergenten Reihen, dass da wirklich einiges schiefgehen kann. Okay, also gucken wir uns erstmal die an. Die alternierende. Harmonische Reihe. Was meine ich damit? Das ist die Summe über 1 durch n.
Das ist die harmonische Reihe, aber jetzt nehme ich noch das Vorzeichen dazu. Ich nehme also eine alternierende Version davon. Ich nehme also minus 1 hoch, nehme ich wieder n plus 1, damit ich beim ersten Term mit 1 mit plus anfange. Also ich summiere hier, gut, 1 durch n, da sollte ich besser nicht bei 0 anfangen. Also hier summieren wir wirklich von 1 bis unendlich. Und es ist dann halt 1 durch 1, also 1, dann minus 1/2, plus 1/3, minus 1/4, plus 1/5, minus, plus und so weiter. Ne? Okay, ja, und diese Reihe, das ist jetzt wirklich eine Reihe von der Gestalt, wie wir sie in diesem Leibniz-Kriterium haben. Ja, es ist alternierend, nicht immer abwechselnd. Und die Terme, die ich hier habe, ohne das Vorzeichen, das ist jetzt wirklich eine Nullfolge, eine fallende Nullfolge. Nicht? 1 durch n geht natürlich, das ist monoton fallend und konvergiert gegen 0. Das heißt, nach diesem Leibniz-Kriterium wissen wir, dass diese Reihe hier konvergiert. Die konvergiert nach diesem Leibniz-Kriterium. Und in dem Fall weiß man auch, wogegen sie konvergiert. Ich meine, das ist keine, also das Leibniz-Kriterium sagt uns nicht, wogegen die konvergiert, aber man kann zeigen, dass die gegen eine interessante Zahl konvergiert, nämlich gegen den Logarithmus von 2. Ja, das will ich hier nur erwähnen. Also mal im Augenblick können wir das nicht zeigen. Nicht, aber wir wissen, sie konvergiert gegen irgendwas. Aber dieses Irgendwas in der Tat ist der Logarithmus, der natürliche Logarithmus von 2. Nicht? Also sozusagen die Zahl, sodass e hoch die Zahl ist 2. Gut, aber egal. Im Augenblick kommt es uns nur darauf an, dass die konvergiert. Und ich behaupte jetzt, der Grund für die Konvergenz ist wirklich dieses alternierende Vorzeichen. Weil wenn ich das Vorzeichen weglasse und einfach nur die harmonische Reihe aufsummiere, dann konvergiert die nicht. Nicht? Also, was ich jetzt behaupte, ist aber die harmonische Reihe selber ohne die alternierenden Vorzeichen, nicht? Also die Reihe, wo ich halt wieder oben 1 durch n aufaddiere, aber ohne Vorzeichen, nicht? Also schreibe ich es nochmal explizit, das ist also 1 plus 1/2, plus 1/3, plus 1/4, plus 1/5 und so weiter, die divergiert. Gut, das ist jetzt wahrscheinlich nicht klar und vielleicht sollten wir uns das mal überlegen. Also ich meine, gut, das hier ist ein interessantes Beispiel, also sollten wir nach dem Leibniz-Kriterium wissen wir, das hier konvergiert und wir sollten vielleicht auch wirklich ein Argument sehen, dass das Ding hier divergiert. Ich addiere hier wirklich eine Nullfolge auf, also die Terme gehen gegen Null, aber sie gehen halt zu langsam gegen Null. Also sie sind eigentlich zu groß so, und wenn ich es aufsummiere, dann wird die Summe halt immer größer und größer und größer. Ja, das ist natürlich klar, das ist eine positive, nicht? Also alle Terme sind positiv. Ja, das heißt, wenn die konvergiert, das ist das Gleiche, wie das so beschränkt ist. Also die Aussage ist hier, dieses Ding hier ist nicht beschränkt. Ne? Wenn ich nur hinreichend weit gehe, dann kann ich mit dieser Summe beliebig groß werden. Und das kann man sich einfach überlegen durch eine Abschätzung. Also ich schreibe das nochmal hin, die Reihe, die wir haben. 1 plus 1/2, plus 1/3, plus 1/4, plus 1/5, plus 1/6, plus 1/7, plus 1/8, also ich schreibe mal wirklich ein paar Terme hin, plus und so weiter. Und jetzt will ich es abschätzen, ich will sehen, dass ich hier beliebig große Zahlen erreichen kann. Und das sehe ich halt, indem ich hier immer gewisse Terme zusammenfasse und sehe, dass ich immer was kriege, was mindestens 1/2 groß ist. Also hier habe ich zum Beispiel 1/3 plus 1/4, also ich habe hier 2 Terme. Und jeder von denen ist größer als 1/4. Ein Viertel ist ja der kleinste von den beiden. Das heißt, ich habe hier irgendwas, das ist größer als 2 × 1/4. Aber 2 × 1/4 ist natürlich 1/2. Gut, dann kann ich jetzt, wenn ich jetzt die nächsten 4 Terme zusammenfasse, dann kriege ich wieder irgendwas, was größer als 1/2 ist. Warum? Ich habe hier 4 Terme, ja, und jeder von denen ist größer als 1/8. Ja? 1/8, der letzte hier, das ist der kleinste von den 4. Das heißt, ich habe hier irgendwas, was ist größer als 4 × 1/8, aber 4 × 1/8 ist wieder 1/2. Gut, jetzt nehme ich die nächsten 8 Terme hier, ja, also ich gehe bis zu 1/16. Ja, dann habe ich jetzt 8 Terme. Nicht? Also 1/9, 1/10 und so weiter, bis zu 1/16. 1/16 ist der kleinste davon. Ich habe also 8 Terme, jeder von denen ist größer als 1/16. Also diese Summe hier von diesen 8 Termen ist größer als 8 × 1/16 und das ist halt wieder 1/2.
und so weiter. Das heißt, jetzt nehme ich die nächsten 16 Terme und die Summe von denen ist wieder größer als ein halb. Das heißt, ich kann hier beliebig oft das mit nach unten mit einem halb abschätzenden Teil von der Summe und somit wird die Summe halt beliebig groß. Ich sehe dann also, das hier ist dann also größer gleich als die erste 1, dann habe ich da auch einen halb, dann habe ich hier einen halb, dann habe ich hier einen halb und hier habe ich einen halb und so weiter. Ich kriege hier unendlich viele ein halbs und damit wird natürlich diese Summe da oben beliebig groß. Okay, das heißt also, wird die Summe 1 durch n, wenn ich von 1 bis n summiere, beliebig groß. Und das heißt natürlich, sie konvergiert nicht. Gut, ja. Das heißt, ich habe also hier wirklich eine Reihe, also hier, die mit dem Vorzeichen, die konvergiert, aber die konvergiert jetzt aus sehr diffizilen Gründen, nämlich nicht einfach nur, weil die Terme hier alle hinreichend, also hinreichend schnell gegen 0 gehen, sondern weil ich hier alternierende Vorzeichen habe. Das heißt, ich ziehe was ab, ich addiere was dazu, ziehe was ab und so und dann heben sich natürlich Terme weg. Ja? Okay, das ist also wichtig, dass ich diese Vorzeichen habe. Gut, also solche Reihen gibt es, ne? Die sind also, die konvergieren zwar, aber die konvergieren nicht absolut. Und ich habe ja schon gesagt, das sind sozusagen die Bad Guys. Ne? Also die sind, bei denen muss man vorsichtig sein. Ne? Die sind natürlich auch interessant und tauchen natürlich auf, werden in der Mathematik untersucht. Aber wir sollten vielleicht besser die Finger davon lassen. Ne? Oder ja, also da muss man wirklich aufpassen. Und vielleicht will ich eine Sache sagen, was man hier sieht, dass nämlich das, was man typischerweise mit Summen macht, ne, dass man das mit absolut konvergenten Summen auch machen kann, aber bei denen, die nicht absolut konvergieren, dass da einiges schief gehen kann. Nicht? Und zum Beispiel, was ich ja bei Summen machen kann, ist die Terme umordnen. Nicht? Also eine endliche Summe ist natürlich kommutativ, es spielt keine Rolle, in welcher Reihenfolge ich das aufaddiere. Ja, wenn ich jetzt eine unendliche Summe habe, dann würde ich auch denken, eigentlich sollte es wohl keine Rolle spielen, in welcher Reihenfolge ich die jetzt aufaddiere. Nicht? Dass ich also vielleicht gewisse Terme, die eigentlich erst sehr spät kommen, dass ich die vielleicht erst vorziehe und das Ganze umstelle. Bei absolut konvergenten Reihen ist es auch der Fall, ja, ist kein Problem, aber bei solchen Reihen hat man damit ein Problem. Ja, und das will ich halt zeigen, dass man durch Umstellen den Wert der Reihe nämlich beliebig ändern kann. Nicht? Okay, also die Reihe, die wir hier haben, also die Reihe, die Summe minus 1 hoch n plus 1, 1 durch n, nicht? Also diese konvergente, aber nicht absolut konvergente Reihe, die ist anfällig gegenüber Umsortierungen. Die ist also anfällig gegenüber Umordnungen von den Termen. Gut, okay. Und das mache ich jetzt für diese eine Reihe hier, aber das ist irgendwas, das gilt für alle Reihen, die halt nur bedingt konvergent sind. In dem Sinne, dass sie konvergieren, aber nicht absolut konvergieren. Nicht? Die kann ich nämlich so umordnen, dass ich eigentlich jeden beliebigen Wert rauskriegen kann. Und ich zeige hier nur mal, dass ich den Wert, der hier, sagen wir mal, Logarithmus 2 ist, dass ich den durch Umordnen auch halbieren kann. Ja, was ja schon sehr seltsam ist. Nicht? Weil, gut, gucken wir uns das mal an. Ne? Also ich habe hier 1 minus 1 halb. Ich schreibe jetzt einfach die Reihe nochmal hin. Ne? Minus 1 Viertel plus 1 Fünftel minus plus. Also hier addiere ich in der Reihenfolge, ich nehme immer alternierend das Vorzeichen. Ne? Und dann ist das nächste. Gut, das behaupte ich, das ist irgendwas. Das ist Logarithmus 2. Aber im Prinzip ist es halt ein fester Wert. Ne? Welcher Wert es ist, spielt jetzt gar keine Rolle. Und ich ordne das jetzt um, dass ich jetzt einen positiven Term nehme und dann nehme ich aber zwei negative. Dann nehme ich wieder einen positiven und dann nehme ich die nächsten zwei negativen. Ja, kann ich, ja, mache ich. Ich summiere im Endeffekt die gleichen Terme auf, auch mit dem richtigen Vorzeichen, nur in einer anderen Reihenfolge. Ja, also das hier ergibt also durch Umordnung, indem ich mir die Terme anders hinschreibe, also ich nehme den positiven und jetzt nehme ich aber die nächsten zwei negativen. Also negativ ist ein halb und der nächste wäre dann ein Viertel. Gut, dann nehme ich den nächsten positiven, das ist also ein halb. Und dann nehme ich wieder
Nee, Quatsch, ein Halb habe ich ja hier gehabt, das ist ja negativ. Der nächste Positive ist ein Drittel. Und dann nehme ich die nächsten zwei Negativen und das ist halt ein Sechstel und ein Achtel. Ja, dann nehme ich die nächsten Positiven, das ist also ein Fünftel, und ich nehme die nächsten mit Minuszeichen, das ist dann also ein Zehntel und ein Zwölftel. Nicht? Und so weiter. Ja, also ich nehme immer einen positiven Term und dann nehme ich halt zwei negative. Ja, und im Endeffekt tauchen hier genau die gleichen Terme auf wie hier oben, nur die positiven Terme, die tauchen jetzt halt viel später auf als da oben. Nicht? Und die negativen, die kommen halt typischerweise früher dran. Wenn ich es aber so schreibe, dann kann ich jetzt auch hier wieder teilweise summieren, indem ich mir immer diese Dreierblöcke angucke. Also wo ich einen positiven Term und zwei negative genommen habe. Und was ist es? Ich habe hier 1 minus ein Halb. Ja, das ist ja ein Halb. Und dann habe ich hier minus ein Viertel. Ja. Hier habe ich ein Drittel minus ein Sechstel. Und das ist ja ein Sechstel. Ja, und dann habe ich noch minus ein Achtel. Ja, hier habe ich ein Fünftel minus ein Zehntel. Das ist also ein Zehntel. Nicht? Also hier sozusagen, der dreht das Vorzeichen von dem um. Und das minus ein Zwölftel behalte ich. Und jetzt sehe ich ja, was ich hier habe. Hier habe ich immer unten gerade Zahlen stehen. Also hier steckt das ein Halb drin. Das kann ich rausziehen. Und wenn ich das rausziehe, was bleibt dann übrig? Dann habe ich hier 1 minus ein Halb. Hier habe ich plus ein Drittel. Hier habe ich minus ein Viertel. Hier habe ich plus ein Fünftel. Hier habe ich minus ein Sechstel. Und so weiter. Und man sieht, was ich hier habe, ist jetzt einfach meine ursprüngliche Reihe wieder. Ja? Aber jetzt habe ich hier diesen globalen Faktor 1/2. Ja. Das heißt also, das Ding hier, das konvergiert ja gegen Logarithmus 2 oder gegen die Zahl, die halt hier oben rauskommt. Das ist Logarithmus 2, das spielt keine Rolle. Aber es wird hier multipliziert mit 1/2. Das heißt, ich kriege hier 1/2 Logarithmus 2 raus. Ja. Und das heißt also, dadurch, dass ich diese Reihe hier umstelle, ändere ich plötzlich den Wert von Logarithmus 2 auf einen Halblogarithmus 2. Ja, das ist natürlich Quatsch. Ne? Das heißt also, diese Umstellung darf ich nicht machen, weil dadurch ändert sich der Grenzwert. Also bei solchen Reihen ist es wirklich sehr wichtig, dass ich sage, der Grenzwert ist gegeben, dass ich den Grenzwert von den Partialfolgen nehme, aber die Partialfolgen, die müssen genau in dieser Reihenfolge ausgerechnet werden. Ne? Das heißt, wenn ich Partialfolgen in dieser Reihenfolge ausrechne, oder hier, dann kriege ich halt was anderes raus. Ja, gut. Okay, also das sollte nur klar machen, dass bei diesen konvergenten Reihen, die nicht absolut konvergent sind, dass man da wirklich sehr vorsichtig sein muss. Ich meine, man kann mit denen arbeiten, aber man darf viele Sachen, die man eigentlich ja, machen will und denkt, dass man sie vielleicht auch machen können sollte, die darf man da nicht machen. Okay, also von daher muss man da Vorsicht walten lassen und wir lassen besser die Finger von solchen Reihen. Also die Reihen, die bei uns auftauchen werden, die sind typischerweise wirklich absolut konvergent. Und damit haben wir wirklich, können wir die auch gut handhaben und gut mit denen umgehen. Weil absolut konvergente Reihen verhalten sich eigentlich genau so wie endliche Summen.